Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Age Origins. Ihr musstet jetzt eventuell 24 Stunden darauf warten, wie es weitergeht. Ich jetzt nur ein paar Sekunden, habe dafür aber einen großen Schluck jetzt doch eher Isoschorle genommen. Also, wir sind im Zwergenkönigspalast und haben hier ein Phylakterion gefunden, was irgendwas mit König Andron zu tun hat. Was tun wir? Das Fläschchen nehmen oder das Fläschchen in Ruhe lassen? Ihr wisst, was passiert, oder? Ganz ehrlich, wahrscheinlich wusstet ihr es gestern schon. Das Fläschchen nehmen. Das Glas zerbricht, als du es berührst. Natürlich zerbricht es. Ich bin so ungeschickt. Was ist es? Ein Wiedergänger. Hooray! Großartig. Ja. Wow, wow, wow. Ich kann mich gerade überhaupt nicht bewegen. Jetzt. Oh, Morrigan, was tust du? Morrigan ist tot. Großartig. Das sollte kein... Severin auch gleich, wenn er so weitermacht. Problem. Mhm. Oh, und bei ihm hier habe ich sogar gar nicht die Schwachen ausgerüstet, okay, weil ich es denn zu selten mitnehme. Tja, Morrigan, es tut mir leid. Die kann ich leider gerade nicht wiederbeleben. So langsam. Gut, fangen wir an. Okay, der ist verdammt, verdammt mächtig. Jetzt muss er mal einen regulären nehmen. Severin kann noch mal einen kleinen nehmen. Ostergaard, du glaubst doch nicht wirklich, dass du mich... Okay. Macht er gerade schon bedrohen? Okay, unbezwingbar. Versuchen wir es einfach mal. Wobei er vorher noch mal eben ein Dings nehmen müsste. Wenn du siegen kannst. Und dann darf er das gerne versuchen. Und du kannst mal ein bisschen Verstohlenheit ausüben. Ja, das kann ich machen. Ja, das kannst du machen. Ich hoffe, ich habe nachher nicht wieder überall. Stan hält gar nichts aus. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Stan. Ich habe dich falsch gelernt. Blut angekräht. Und Stan ist gefallen. Vielleicht nächstes Mal. Okay, er hat es auf uns abgesehen. Severin auch nochmal einen, bitte. Damit er so spät wie möglich fällt. Ich bin bereit. Nicht so schnell. Wow, der bringt bei mir nicht gerade sehr viel, kann das sein? Aber er hat es auch gerade auf uns abgesehen, also von daher. Es ist aber machbar, wenn wir das jetzt durchhalten. Severin, wir beide. Du und ich. Hätte ich niemals gedacht. Aber gut. Okay, dem widersteht er natürlich. Warum sollte ein Wiedergänger bei einem Knaufschlag in die Knie gehen? Okay, Severin, was kannst du denn noch so Schönes? Versuch irgendwas, ist mir egal. Sehr gut. Mafeka. Okay. Oh komm, ich will jetzt nicht sterben, wenn der gleich down geht hier. Das sollte kein Problem sein. Wird erledigt. Okay. War das Geheimnis des Throns? Papierfetzen. Papierfetzen, rubinenstarker Wundumschlag. Okay. Wir haben... Stopp. Eine Codex-Aktualisierung. Oh. 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 Ist das das, was wir im... Das ist das, was wir mal aufgenommen haben, ne? Diese Überreste oder sowas. Mögen die Toten nicht länger deinen Launen folgen. Gebunden durch deinen wahren Namen kann keine sterbliche Hand dich mehr erreichen. Kaelia Sagat, Wiedergänger und Perversion eines einzigen Sohnes. Der Tod nach dem Tod ist nun nicht mehr dein Trittstein durch den Schleier. Möge Andraste dich halten, Dämon, und deinen Zorn auf ewig binden. 6 Daumenabdrücke in Blut markieren das Ende des Textes.
den zweiten Leichenwandler binden. Vertrieben aus deinem Wirt mögest du auf sterblichen Grund kein Heim mehr finden, gebunden durch deinen wahren Namen, so wie wir es uns geschworen haben. Nethamas Bigal, Wiedergängerin und Perversion einer braven Tochter. Nie mehr wirst du den Schleier verletzen oder fliehend das Nichts erreichen. Möge Andraste dich halten, Dämon, und deinen Zorn auf ewig binden. 6 Daumenabdrücke in Blut markieren das Ende des Textes. Okay. War das? Was? Ach, königliche Wache. War das womöglich? Das war aber nicht das Rätsel, oder? Das war was anderes. Hatte ich das vorher übersehen? Nee. Hatte ich nicht. Ich weiß, dass ich hier durchgegangen bin und alles gelootet habe, was ging. Hier kommen wir jetzt gar nicht mehr rein. Okay. Okay. Es wird aber nicht mehr angezeigt. Oder? Sehe ich das jetzt falsch? Nee, doch. Der Thron von Orsama wird noch angezeigt. Ändert sich doch mal irgendwas, wenn ich jetzt... War das etwas, was ich übersehen habe? Oder ist das tatsächlich durch diesen Trittstein ausgelöst? Ich gehe nochmal auf Halten. Aber ich meine, es müssen alle drei sein, oder? Und mehr Möglichkeiten haben wir ja jetzt gar nicht. Habt ihr Verwendung für mich? Ja, du darfst mal eben bitte einmal hier drauf gehen und Morrigan auch nochmal. Habe ich doch gerade gesagt. Aber das war's, ne? Das war wirklich neu, weil ich bin hier durchgegangen und ich habe alles nochmal angeguckt, ob hier noch irgendwas auftaucht. Und das Glasphylakterion ist neu. Also womöglich ist es das gewesen. Womöglich. Kann auch sein, dass ich mich irre. Kann wie ihr wünscht. Hier rein jetzt? Kann ich da rein jetzt? Vorher kamen wir ja nicht rein, ne? Können wir. Da ist Wartag. Können wir mit ihm nochmal reden? Können wir hier rein? Das sollte kein Problem sein. Wow, okay, der ist ja doch ein bisschen größer, als ich dachte. Der Palast. Halt, da liegt ein Brief. Wow. Okay, dann haben wir wenigstens noch ein bisschen was hier. Was ist das? Ein Brief von Rika. Ein Brief an Prinz Belen von Rika. Das will ich jetzt aber lesen. Verehrter Prinz Belen, ihr seid zu gut zu mir. Ich bin klein und unbedeutend und verdiene eure Aufmerksamkeit nicht, aber dass ihr meine Anwesenheit toleriert, zeigt, dass ihr ein wahrer Prinz seid. Ich kann euch nicht genug für die wunderbare Halskette danken, die ihr mir geschenkt habt. Ich werde sie stets ehren und verspreche, sie bei unserem nächsten Treffen zu tragen. Ich weiß, dass meine Dankbarkeit euch nichts bedeutet, aber dennoch muss ich es wiederholen. Danke. Ich werde immer eure unterwürfige und ergebene Dienerin bleiben. Hochachtungsvoll, R. Okay. Rika. Mhm. Das scheinen die Gemächer von Prinz Belen zu sein. Aber wir können hier nichts weiter looten. Aber den Brief können wir finden, immerhin. Wow, das ist doch etwas verwinkelter, als ich erwartet hätte. Okay. Widron, der Kräuterkundige, und Lady Brodens. What? Wo sind wir hier? Oh, sie ist krank. Seid bitte still. Meine Patientin braucht Ruhe. Narren und ihre Politik. Das Gift sollte vermutlich den König umbringen. Und sie hat die Dosis aus Versehen abbekommen. So etwas Starkes habe ich noch nie gesehen. Welchen König? Wir haben noch keinen.
Kann ich helfen? Wächter, das weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr so etwas an der Oberfläche schon mal gesehen. Oder sogar selbst verabreicht. What? Wenn ihr diese Dinge besorgen könnt, wäre ich euch dankbar. Aber ich bin nicht sehr zuversichtlich. Der Stein wird sie bald zu sich holen. Ungewöhnliche Maßnahmen. Gucken wir gleich mal. Reden können wir natürlich nicht mit ihr, weil sie krank ist. Wir haben eine neue Quest. Und eine verschlossene Truhe. Und ich habe Liana nicht dabei. Aber wir waren nicht das letzte Mal hier drin. Okay. Wow. Ich hätte da um ein Haar nicht reingeguckt, weil ich echt dachte, hier ginge es für uns nicht weiter, weil das letzte Mal wurde uns gesagt, das sind Prinz Belens Gemächer. Und da wir mit ihm keine gemeinsame Sache tun. Das sollte kein Problem sein. Tun. Okay, das wiederholt sich jetzt gerade ein bisschen. Die Truhe können wir auch nicht öffnen. Nein, natürlich nicht. Ich habe Liliana nicht dabei. Wer hätte es gedacht? Trians Tagebuch. Okay, das sind jetzt aber doch interessante Codex-Einträge. Trian, hatten wir das schon mal gelesen? Okay. 21. Verwentes. Gorim läuft herum und will Teile der Prunkrüstung meines Geschwisters für das Fest fertig machen. Habe ihn aufgehalten und gefragt, wie die Vorbereitungen laufen. Er sagte, einer der Armschütze habe noch einen Fleck. Ziemlich beeindruckender Arbeitseifer. Er ist unserer Familie treu ergeben. 23. Verwentes. War auf dem Weg zu Vater, um den Vertrag zu besprechen, als ich in der Halle auf einen Boten traf. Auf die Frage, warum er im königlichen Palast herumlungert, murmelt er was von einem Geschenk für den neuen Kommandanten und bittet mich, fleht mich beinahe an, meinem Geschwister einen Gegenstand oder so zu übergeben. Mich! Der Thronerbe von Orsama ist nicht der Erfüllungsgehilfe eines Boten. Er hat die Stelle vermutlich noch nicht lange. Habe ihn rauswerfen lassen. Mir kommt jetzt noch die Galle hoch. Habe später erfahren, dass Belen dem Boten gesagt hat, dass der schnellste Weg, unserem Geschwister etwas zukommen zu lassen, über mich wäre. Darum sollte er warten, bis ich vorbeikäme. Wie unschicklich für einen Prinzen von Orsama. Er muss endlich erwachsen werden und einsehen, dass er Mitglied des Königshauses eine Verantwortung hat. Trian war der Ältere, ne? Logisch, wenn er sagt, nein, der Jüngere. 24. Verwentes. Habe heute Morgen Belens kleine Spielgefährtin schon wieder in den Gängen vor seinem Schlafgemach gesehen. Wollte sicher etwas stehlen oder hatte es bereits. Brustbereich war voller als bei anständigen Damen. Versteckte Juwelen womöglich? Habe jedenfalls so getan, als hätte ich sie nicht gesehen. Zu peinlich sonst. Wenn Belen sie bei sich haben will, soll sie in seinem Zimmer bleiben. Mein kleiner Bruder hat nur sein Vergnügen im Kopf und denkt nicht an seine Pflichten als Prinz. Muss bei Zeiten mal über Disziplin mit ihm reden. Habe im Moment leider zu viele Aufgaben, die Vater mir aufgebürdet hat. 26. Verwentes. Muss kleines Symbol der Dankbarkeit an Jaila Helmi schicken. Bündnis zwischen Helmi und Edukin muss stark bleiben. Lady Jaila wird Heiratsantrag natürlich annehmen, werde ja schließlich früher oder später König. Aber Höflichkeit schadet nie, dann bleibt die Dame mir zugeneigt. Angeblich verkaufen ein paar Oberflächler Seide. Berater soll was Nettes besorgen. Jalias Lieblingsfarbe Türkis. Das ist so stichwörtlich geschrieben. 28. Verwentes. Tornei zu Ehren meines Geschwisters wird abgehalten. Für mich gab es bei der ersten Ernennung kein Tornei. Dabei bin ich Thronerbe. Was soll das? Muss auch zum Tornei Präsenz zeigen. Orsama darf nicht vergessen, dass ich der nächste König sein werde. Aus dem Tagebuch von Trian Dukin. Okay. War aber auch ziemlich arrogant, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, wir müssen mit Liana unbedingt nochmal hierher. Aber wie kann das angehen, dass wenn wenn der ehemalige Zwergenkönig doch irgendwie ein einigermaßen netter Mensch gewesen ist. Warum sind seine Söhne dann so verdammt arrogant geworden? Falsch aufgezogen. Na, Vartak? Haltet euch aus unseren Angelegenheiten raus, Oberflächlerin. Okay. Ich gehe mal hier rein.
Okay, die werden mir gar nicht angezeigt. Das ist großartig. Ich gehe einfach mal durch. Hallo. Wahrscheinlich, wenn wir für Belen gearbeitet hätten, hätten wir hier Sachen einsammeln können, ich glaube. Na gut. Schade, schade. Aber gut. Wir haben uns nochmal für Harrowmont entschieden. Und dementsprechend wollen sie uns hier natürlich nicht haben. Aber wir müssen unbedingt nochmal herkommen. Wir freuen uns, dass ihr bei uns seid, Wächter. Ach, guck mal. Die freuen sich aber trotzdem. Auch wenn ich nicht auf Belens Seite stehe. Offensichtlich. Ja, gut. Dann können wir wieder gehen. Gut, fangen wir an. Das heißt, die dunklen... Quatsch, die Tiefen. Die Tiefenwege, verdammt nochmal. Belen-Fanatiker, die greifen uns gleich an. Wollen wir mal gucken, was wir so können? Ich meine, Stan und Morrigan sind angeschlagen. Ich würde aber die XP gerne sammeln. Wahrscheinlich bereue ich das gleich. Geh weg! Mhm, war klar. Okay, die sind aber alle gleich. Dann würde ich sagen, warte mal, warte, was war das nochmal? Ich muss erstmal wieder reinkommen. War das das hier? Da hat sich Harrowmont angeschlossen. Kämpf für Belen. Ach, hat nicht bei allen gereicht, verdammt. Normalerweise haut das auch gerne mal um. Aber ich glaube, wir kriegen die auch so. Oh, verdammt. Betäubt. Ich glaube, ich spinne. Flieh, solange du noch kannst. Jetzt kommt der lustige Teil! Was? Hui, sagt er. Hui, jetzt kommt der lustige Teil. Großartig. Als würden wir in der Wasserbahn lernen oder sowas. Okay. Niemand kann mich besiegen. Ja gut, das war jetzt doch mal... Das war jetzt tatsächlich mal easy going. Tut mir natürlich auch leid, aber wenn die uns angreifen... Das sollte kein Problem dann sein. Dann bleibt nichts anderes übrig. So, die Kammer der Versammlung findet ja momentan nicht statt. Es ist ja ausgesetzt. Dummerweise. Und das war die Halle der Bewahrung. Es bleibt nicht so viel gerade. Das alles ist jetzt schon wieder der Amboss leere, was? Ach so, das ist das mit, alles klar, mit Branka. Nee, das ist Paragon. Diesen Weg soll Branka genommen haben. Also erstmal sollen wir das machen und dann sollen wir Branka finden. Okay. Okay, warte. Das wäre auch alles in den tiefen Wegen. Also würde sich das sowieso gerade anbieten und wir kommen dann jetzt endlich auch weiter. Das war ja früher alles so eine Sackgasse. Das müsste doch dann questbezogen sein. Buch, Predigten. Es könnte tatsächlich mal ein bisschen, finde ich, ein bisschen ja, logischer sein hier von den Sophia Drydens Tagebuch. Abenteuer des Verzauberer Wilhelm Tryons Tagebuch ist da jetzt auch schon so mit drin, okay. Weil es Tagebücher sind, okay. Die Predigten. Lobpreisung der Gemeinde Nack in Uthanara, die Legion des Staats, die ersten Kinder des Erbauers, die erste Verderbnis, die erste Verderbnis, die erste Verderbnis. Hallo, wie sieht's denn aus? Müsste das nicht questbezogen irgendeine Notiz sein oder sowas? Es ist doch questbezogen. Rückkehr. Außerschulische Studien. Das sind wahrscheinlich alles die, die ich vorher schon gesucht habe. Ne? Ich habe keine Ahnung. Was ist viele von König Andrins, la bla bla, Harrowmont. Da. Vidron kann ich helfen, aber er hat nichts gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe
gerade überhaupt keine Ahnung. Wahrscheinlich etwas aus den tiefen Wegen vielleicht. Also nichts, was wir auf jeden Fall dabei hatten. Es ist auch gerade so unsagbar heiß. Osama stellt laut Harrimons Fähigkeit in Frage den Tod. Logisch. Kann ich mit dir noch irgendwas reden? Ich hoffe, ihr werdet Lord Harrimond unterstützen. Okay, sie ist für Lord Harrimond. Da können wir nicht rein. Haben wir uns wahrscheinlich verscherzt. Lady Day, sagt ihr eigentlich noch irgendwas? Dass sie sich betrogen fühlt oder sowas? Ihr müsstet meinen Vater in den Minen finden. Ihn interessiert mit Sicherheit, was ihr mir erzählt habt. Ah, ja, das hatten wir. Wir haben aber deinen Vater immerhin gerettet, also kannst du uns trotzdem dankbar sein. Aktuelle Nachrichten. Lord Harrimond wird von den ehrbaren Grauen Wächtern anerkannt. Ihr kommt in einer schwierigen Zeit. Osama leidet und braucht... Gab es jemals eine leichtere Zeit? Natürlich. Ich weiß es nicht. Okay, ich muss dann gleich nochmal, ist sowieso gleich wieder vorbei, die Folge. Da werde ich nochmal genau gucken, ob ich das nicht doch finde, dass er uns dann irgendwie einen Zettel gegeben hat oder sowas, dass wir rausfinden. Die tiefen Wege, aber nicht in der Besetzung. Sorry, aber nicht in der Besetzung. Ach, ich würde sagen, Blödsinn. Wir machen einfach Schluss für heute. Ich muss mir erstmal ein paar Notizen dazu machen, sonst renne ich hier weiter so kopflos durch die Gegend. Wobei, kopflos ist es eigentlich auch nicht. Immerhin haben wir neue Quests und einen kleinen neuen Abschnitt des Palastes gefunden. Ich sag bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch Lissi. Wie lieb von euch. Ich danke euch sehr. Oh, hübsch. Sehr nett. Wirklich sehr nett. Sehr nett. Wirklich sehr nett. Wie nett. Ach, gewisse Sachen kann man ihnen gar nicht geben, okay? Schade. Na gut.